Wir sind hier bei der Firma Beumer in Beckum. Wir sind mit knapp 1000 Mitarbeitern an diesem Standort einer der größten Arbeitgeber und decken ein breites Spektrum an Produkten ab. Angefangen sind wir mit der Zementindustrie und heutzutage aber auch sehr, sehr stark aufgestellt im Bereich der Logistik, also Sortiermaschinen für die Paketlogistik, aber auch im Bereich der Flughäfen, sprich zur Sortierung von Gepäckstücken. Im Hintergrund sehen wir unser Autowehr-Gepäckfördersystem. Dieses dient dazu, im Flughäfen Koffer vom Check-in bis hin zu den eigentlichen Fliegern zu transportieren, um somit jedem Passagier einen reibungslosen Ablauf beim Beginn in die Reise zu ermöglichen. Wir verwenden hier den O3D-Sensor der Firma IFM, um halt Gepäckstücke, bevor sie in unsere Anlage eingeschleust werden, einmal bezüglich ihrer Dimension hin zu überprüfen, um damit einen bestmöglichen Transport und auch vor allem einen schnellstmöglichen Transport der Gepäckstücke von A nach B zu gewährleisten. Dabei überprüfen wir speziell die äußeren Dimensionen, sprich Länge, Breite und Höhe des Gepäckstückes, auf die zulässigen Maße hin. Für uns natürlich die Herausforderung beim Gepäcktransport, dass wir einfach auch an gewisse physikalische Grenzen gelangen können. Und so ist es halt für uns sehr, sehr wichtig, dass wir schnellstmöglich, am besten vor der Einschleusung in das System, feststellen, ob ein Koffer zum Beispiel aufrecht auf dem Zuförderstrecken transportiert wurde, damit wir solche Koffer direkt aussortieren können, um anschließend im eigentlichen System keine Performance-Einbußen hinnehmen zu müssen. Wir haben uns für den 3D-Sensor der Firma IFM entschieden, da dieser uns eine bestmögliche automatische Erfassung der Gepäckstücke ermöglicht, um diese Aufgabe noch schneller und noch effizienter als die bisherigen Lösungen umzusetzen, als auch kostengünstiger.